Die Zahl von nicht entgegengenommenen Anzeigen überrascht doch sehr, wenn man bedenkt, es ist ein Offizialdelikt. Das heisst, von Amtes wegen muss ermittelt werden, sobald man von so einer Straftat Kenntnis erlangt. Die Antirassismusstrafnorm ist so ein Offizialdelikt. Und da ist es erstaunlich, dass nicht eigentlich alle Polizei gehen, einfach dass man entgegengenommen haben, dann geschaut haben, was man machen kann. Und dann auch die juristische Würdigung der Staatsanwaltschaft überlassen hat. Also in dem Dossier mit den angezeigten Posts hat es allermindestens ein, zwei ganz, ganz klare Fälle, wo man hätte als Strafverfolgungsbehörde entgegennehmen sollen. Die Antirassismusstrafnorm geht zurück auf den Angriff auf ganze Gruppen. Da ist abzugrenzen von der Beschimpfung, wo es nur die Intention dahinter ist, eine einzelne Person zu beleidigen. Da, bei dieser Norm geht es wirklich um Gruppen. Dann ist aber auch die Grenze, es muss um Diskriminierungen gehen aufgrund von Ethnie, Rasse, Religion oder sexueller Orientierung. Andere Diskriminierungen, zum Beispiel aufgrund von Geschlecht oder auch aufgrund von einem Aufenthaltsstatus, sind nicht gedeckt von dem Gesetzestext. Die Strafnorm ist eine sogenannte Straftat gegen Kollektivinteresse. Das heisst, es ist eigentlich ein Angriff auf die Allgemeinheit. Wir sagen, in unserer Gesellschaft wollen wir keine Diskriminierung. Wenn das jemand doch macht, dann greift er eigentlich die ganze Gemeinschaft an und darum kann auch jede Person Anzeige erstatten. Es geht nicht nur um Einzelinteressen, sondern um die Interessen der Allgemeinheit. Wenn jemand eine Anzeige macht bei der Polizei, und das kann grundsätzlich jede Person, muss die Polizei das grundsätzlich einfach entgegennehmen. Es gibt ganz seltene Ausnahmen von absolut offensichtlich querulatorischen Eingaben, aber sonst nimmt die Polizei das entgegen. Sie hat da grundsätzlich keinen eigenen Wert, Vorstellungen einzubringen und tut das dann weiter bearbeiten und gegebenenfalls der Staatsanwaltschaft weiterleiten. Das Strafrecht dient allgemein dazu, dass wir gewisse Normen, die für unser Zusammenleben sehr fundamental sind, verankert und mit Sanktionen auch bedroht, wenn man sich nicht daran hält. Und es sind eigentlich immer Sollensätze, oder du sollst nicht das machen, du sollst nicht das machen. Und der Gesetzgeber ist zum Schluss gekommen, dass wir Rassismus und Diskriminierung nicht tolerieren wollen. Man soll das nicht machen und wenn man es doch macht, wird man bestraft. Und da sollten auch wirklich ethnische Minderheiten oder jetzt neu auch Minderheiten bezüglich der sexuellen Orientierung geschützt werden davor, dass man sie herabsetzt aufgrund dieser Gruppenzugehörigkeit. Wir tolerieren das nicht, wir tolerieren keinen Rassismus in unserer Gesellschaft und darum haben wir das schärfste Instrument, das wir haben, nämlich Strafrecht, hier zum Einsatz gebracht. Und solange es die Antirassismusstrafnorm in dieser Form gibt, solange muss man sie auch verfolgen als Strafverfolgungsbehörde und hat da eigentlich keinerlei Ermessensspielraum. Also der Report Racism Online ist einfach ein Tool zur vereinfachten Abwicklung. Ich finde es auch spannend, dass das nicht eine Strafverfolgungsbehörde macht. Ja. Ich würde mir sehr wünschen, dass die Strafverfolgungsbehörde, wie sie das haben eigentlich bei eSwiss Police, die Möglichkeit, ganz einfach Online-Anzeigen zu machen wegen verschiedenen Vermögensdelikten. Eigentlich würde es auch dort angehören, dass man einfach online könnte Anzeige machen könnte wegen Verstößen gegen die Antirassismusstrafnorm. Das wäre die Aufgabe der Strafverfolgungsbehörde, nicht die Aufgabe von einer Verwaltungsstelle wie der Eidgenössischen Kommission gegen Rassismus. Wir haben im Moment wirklich eine sehr grosse Überlastung der Strafverfolgungsbehörde. Wir haben eine Explosion auch von gewissen Bagatelldelikten, warum ich ein gewisses Verständnis habe, dass die Polizei natürlich nicht will, noch mehr Verfahren starten. Trotzdem wäre es einfach die Aufgabe des Gesetzgebers, zu entscheiden, wann man strafbar erklären will, wann nicht. Und solange die Strafnormen so bestehen, muss man sie verfolgen. Das ist dann nicht der Ermessensspielraum der Polizei. Aber wir haben tatsächlich ein Problem, dass man gerade im Internet massenhaft Beschimpfungen haben, massenhaft auch Posts, die gegen Strafrecht verstoßen und wo man irgendwo an Kapazitätsgrenzen stößt. Also darum ein gewisses Verständnis, dass Behörden eher auf Bremse treten bei diesen Sachen, habe ich, aber es löst natürlich das Problem nicht. Einerseits muss einem halt Strafverfolgung auch etwas wert sein. Also wenn man sagt, wir wollen das verfolgen in unserer Gesellschaft, muss man der Polizei und der Staatsanwaltschaft halt auch die nötigen personellen Ressourcen zur Verfügung stellen. Andererseits, klar, auch muss man die Verfahren vielleicht effizient gestalten. Wenn man sagt, Rassismus im Internet ist leider ein Massenphänomen,
muss man halt zentrale Stellen einrichten, die vielleicht die Massenphänomene auch relativ effizient abhandeln, vielleicht eine gewisse Standardisierung machen. Also es gibt sicher Möglichkeiten auch zur Effizienzsteigerung. Aber ja, es ist Aufwand und irgendjemand muss auch bereit sein, die Ressourcen zur Verfügung zu stellen.